Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht's auf in die Türkei. Woo! Guck mal schnell. Auto ist bis oben in voll. Wir fahren jetzt nach Ungarn erst, lassen dort Kira abpennen, dort einen Tag. Und dann geht's in die Türkei, in die Heimat Kütahya. Und ja, da seht ihr dann die Vlogs auf jeden Fall. Jetzt kommt erstmal die Reise. Was in Türkei passiert, ich bleib halt in Kütahya, Emet. Und eine Woche bin ich auf jeden Fall bei Hasan an Izmir oder Didim Vajshua. Auf jeden Fall, es geht jetzt los in die Türkei. Schaut mal Leute, wer dabei ist. Kira. Ja, hey. Ich bin also wie gesagt, wir sind jetzt auf dem Weg Richtung Ungarn. Da pennen wir einen Tag, lassen Kira ab und dann geht's direkt nach Türkei. Vor Langeweile hat mir Robert Ding Stranger Things aufs Tablet draufgeladen, die erste Staffel. Keine Ahnung, es war voll im Hype, deswegen habe ich es jetzt auch angefangen. Ich bin bei 5 Minuten. Und wie ist es? Super, super. Leute. Wir sind in Ungarn angekommen. Hier, Riesengrundstück. Hier wird es Kira auf jeden Fall gut gehen. Das ist ja die Mutter von Robert, die hat selber schon Hunde gehabt. Die macht es schon. Wie gesagt, schaut mal, die hat hier ein Riesengrundstück. Alles abgezäunt. Der Schuss hinterplatz, hier überall. Und ja, Leute, wie gesagt, wir sind jetzt in Ungarn angekommen. Leute, ungelogen. Ich habe so gut wie durchgepennt. Ich bin immer kurz mal so aufgestanden, wo wir an einer Raststätte waren oder so. Aber den Rest habe ich durchgepennt und das ist geil. Das ist der Scheiß, Alter. Schaut mal, Leute. So ein kleines Dorf mäßig hier in Ungarn. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Aber schön hier. Wir haben jetzt gefrühstückt, Leute. Gehen wir mal ein bisschen raus, wenn ich das hier noch. Nee. So, wir sind jetzt in Ungarn, wie gesagt, bei Emileys Oma angekommen. Und jetzt wollen die beiden ein 2 gegen 1 im Fußball. Und Fußball! Zack. Nee, geh ins Tor! Nein, ich hab Angst. Emile, der Ball ist nicht ab. Ja, Fulkan! Ja, komm. Hallo? Hier komm. Und 1-0. 65-0. Lüsi. Schau mal, wurde um die. So Leute, jetzt haben wir genug Sport gemacht. Milay und mein kleinen Cousin abgefragt. Jetzt gibt's auf jeden Fall Essen. Es ist 11 Uhr. Heute um 10 fahren wir dann los, verabschieden uns von Kira. Dann geht's endlich ab in die Heimat. Emet. Sachen sind wieder gepackt. Gell, Bruder? Schau mal, das scheiß Auto hier aufnehmen. Nicht so ein Mist aus Bayern, ach, komm, sondern... Das ist doch genauso ein Mist. Ja, an Steinmann. Das, was mein Bruder hat, das ist was Gescheites. Das ist ein Mist. Deswegen war es neunmal in der Welt. Deswegen will ich den auch gar nicht fahren. Also, Mausi. So, ich bin wieder am Essen. Robert, wir haben gerade den Navi eingegeben. Wir sind jetzt an der serbischen Grenze. Also nach Emet sind es
1400 Kilometer, Robert. Siehst positiv. 1475. Ich sehe nur einmal Italien hin und wieder zurück. Ja, ja. Siehst positiv, oder? Positiv, okay. Wir gehen jetzt auf jeden Fall durch die Grenze. Sie ist positiv, wenn wir da sind. Sie ist positiv, dass an der Grenze nicht viel los ist. Geht recht schnell. Ja. Wie will Miss You steht da oben? Weil die. Das ja, es war echt angenehm. Langweilig, sagt Robert. Ja. So, jetzt geht's auch aus Serbien raus und in Bulgarien rein. Noch 10 Stunden Weg. Also fahren wir kurz. Deine Mama, was machst du, Gentleman? Mama zuerst. Mama zuerst. Nina, bring sie mal. Die soll auch eine. So, kleiner Stopp nach der Grenze nach. Kleiner Stopp in Bulgarien hier direkt nach der Grenze. Nach dem Grenzprogramm. Nach Bulgarien kommt Türkei. Offiziell, wir sind endlich, aber immer noch 7 Stunden Fahrt. Daran ändert sich nichts. Welcome to Istanbul. Letztes Mal machen wir einen Stopp. Haben noch 200 Kilometer vor uns. Dann sind wir endlich in Hemet. Noch einmal ein Stopp bei Bonjour. Dann sind wir endlich da. Leute, ich bin tot. Meine Beine, ich spüre sie nicht mehr. Boah, krass. Istanbul ist echt schlimm vom Verkehr. Wallah, ganz schlimm. Diese Raschette gibt es jetzt. Pilau mit Papu Jam und Egg Mac. Baba. So Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall in Emmet eingekommen. Hier ist schon mein Bett hergerichtet. Wir haben schon, wie viel Uhr, Anne? 1:30? Decke, Tasche. Hier sind meine Bauchtaschen, Cappies. Ich suche jetzt mein Schlafzeug aus dieser Tasche raus, mache mich Bett fertig und gehe pennen, Alter. Bin tot. Obwohl wir nur saßen im Auto, aber ich bin tot. Also Leute, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Die Tage folgen auf jeden Fall wieder Vlogs, Challenges. Ich fütter wieder Hunde auf der Straße auf jeden Fall. Ich gehe auch eine Woche nach Izmir zu Hasan, da werde ich auch die Türken englische Wörter vorlesen lassen mit Hasan zusammen. Irgendwas kommt da auf jeden Fall. Seid aktiv. Bis zum nächsten Mal. Ciao.